In diesem umgebauten Bauernhof arbeitet die Firma Auerberg, ein Möbelhersteller. Wobei Firma, naja, also wenn wir ehrlich sind, ist das ein großes Wort. Auerberg ist im Grunde eine Idee. Und daraus ist ein Netzwerk geworden, das hinter Auerberg steht. Wir haben Auerberg zuallererst als marketingfreie Zone definiert. Auerberg gehorcht keinem Marktdiktat. Unser Postulat lautet folglich radikal subjektiv. Zusammen. Handwerk hat für uns ganz grundsätzlich einen hohen Stellenwert. Auerberg-Designer lieben es, mit ihren Händen zu arbeiten. Und Handwerk ermöglicht uns Experimente mit größeren Spielräumen als in der industriellen Massenproduktion. Die Kollektion ist unverwechselbar. Alle Auerberg-Produkte beruhen auf einem klaren Versprechen. Sie folgen keinem Trend. Sie sind nicht aufdringlich. Sie sind langlebig. Und sie sind alle extrem zweckmäßig. Nicht erwarten. Früher waren Bierkästen aus Holz und hatten mindestens einen Zweitnutzen. Der Bierkasten war immer auch Kiste, Hocker oder Tritthocker. Diese Idee haben wir aufgegriffen. Die Bottlebox nimmt deutliche Anleihen beim Ulmer Hocker und ist vieles in einem. Flaschenbehälter, Flaschenregal, Hocker und Tritthocker. Ein weiches Kissen aus hartem Holz auf vier Beinen. Das ist das Konzept zu diesem Hocker. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre ist bei Auerberg eine eigenständige Kollektion von Kleinmöbeln und Accessoires entstanden. Die Fachpresse hat oft gejubelt. Einige Produkte wurden in Museen ausgestellt. Hallo, ich bin Dr. Elke Wagner von crossoverdesign. Bin Con zu meiner Interviewserie Der Wendepunkt zum Erfolg. Ich interviewe deutsche Top-Designer, um ihren Weg zum Erfolg genauer unter die Lupe zu nehmen. Gibt es ein entscheidendes Ereignis, das zum Grundstein von ihrem Erfolg wurde? Ernsthaft Design zu machen, ist eine Berufung. Ich hoffe, dass du als designinteressierter Mensch durch diese Interviews das Warum eines Designers, warum mache ich das überhaupt, besser verstehen wirst. Oder du bekommst als junger Designer wertvolle Anregungen für deinen eigenen Weg. Mein heutiges Interview führe ich mit Christoph Böninger. Er ist ein großartiger Industriedesigner, Manager und Unternehmer. Als Diplomarbeit entwarf er 1982 den weltweit ersten Laptop. Ab 1987 baute er für Siemens in New York deren US-Designbüro auf, das er 2000 in das Designstudio Designafairs umformte. Bis 2007 war er für Siemens Designmanager. 2010 gründete er den Möbelhersteller Auerberg. Zudem ist er seit 2014 im Kuratorium der Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein und er ist Vorsitzender des Designzentrums München, Mitglied beim Designlabor in Bremerhaven und Vorstandsvorsitzender der IF Design Foundation in Hannover. Jetzt also ein besonders Willkommen direkt an dich, lieber Christoph. Hallo Elke. Sehr schön, es freut mich sehr, dass das klappt. Ja, ich wollte ganz am Anfang auf deine Jugend, Kindheit und Jugend eingehen. Gab es eigentlich in dieser Zeit bei dir irgendeinen Einfluss schon oder eine bestimmte Person, irgendein Ereignis, was so mit deinem Wunsch, Industriedesigner zu werden oder überhaupt Designer beeinflusst hat? Wie war das? Schöne Frage. Ja, gab es schon. Also als ich noch in die Grundschule ging, gab es damals für Mädchen das Fach Handarbeiten und für die Jungs das Fach Werken. Wir durften da richtig als Grundschüler an so kleinen Werkbänken arbeiten. Das hat großen Spaß gemacht. Und dann später hatte ich auch im Gymnasium einen Kunstlehrer, der mich wirklich sehr beeindruckte und auch beeinflusste. Und bei dem durften wir irgendwann mal ein Wohnmobil selber entwerfen und auch dann also im Modell bauen. Und das hat schon sehr großen Spaß gemacht, sodass ich auch dann später noch als Schüler sogar bei diesen Opel-Nachwuchswettbewerben mal so ein Traumauto gebaut habe. Und ja, also ist heute so im Rückblick kann ich sagen, dass das schon vielleicht beeinflussende
Ereignisse waren, um dann später nach dem Abitur Industriedesign zu studieren. Also das war dann auch schon eher in der Richtung Oberstufe oder die das war eine Oberstufe, ja, ja. Und dann muss man eben zur Berufswahl, so war das damals in Bayern, und dann sagte die, wollen Sie mit Menschen arbeiten, wollen Sie irgendwann auch vielleicht sogar Verantwortung tragen, da dachte ich, kann ich mir vorstellen, ja, dann würde ich Ihnen BWL empfehlen, und das war so gar nicht meins. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergesucht. Fand dann eigentlich Industriedesign sehr spannend. Habe dann auf mich in München beworben, habe sogar wider Erwarten die Aufnahmeprüfung geschafft und habe dann in München direkt nach meinem Abitur angefangen zu studieren. Das ist ja wirklich toll. Und hast du dann direkt schon, also was weiß ich, hast dir verschiedene Designstudiengänge so ein bisschen angeschaut? Ich weiß noch, bei mir war es damals, ich habe mir dann einen Studienführer besorgt und bin mal so alle möglichen Fächer durchgegangen. Oder wie kamst du dann konkret auf Industriedesign? Ja, gut, es gab damals so Blätter zur Berufskunde, das stimmt schon. Und da musste ich mich dann entscheiden zwischen Grafik und Industriedesign. Da habe ich dann gesagt, naja, also ich bin, glaube ich, eher so der Schrauber, der Dreidimensionale. Und das lag mir einfach damals mehr oder es lag näher. Und ich habe mich auch nicht groß an anderen Hochschulen noch umgeschaut, weil ich wollte damals, ja, das war so, ich hatte gerade eine neue Freundin, in München bleiben. Und so ist es München geblieben, eigentlich mit einigen Ausreißern bis heute. Ja, das ist toll. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass du eigentlich immer wieder zurück nach München bist. Aber es ist ja auch eine tolle Stadt, ja, und Gegend. Genau, und beim Studium erstmal hatte ich das dann auch gleich mit Begeisterung gepackt, so dass du gleich auch gemerkt hast, boah, ich bin hier richtig. Also spätestens nach dem ersten, also ich hatte das große, große Glück in meinem ganzen Leben eigentlich, dass ich damals schon im ersten Semester einen tollen Professor hatte, Norbert Schlakek. Das war damals Schlakek und Schultes, eines der renommiertesten Designbüros neben Frog Design zu der Zeit. Und der hat uns auf eine sehr direkte, unverblümte Art und Weise so erstmal in der Grundlehre die Grundprinzipien der Gestaltung beigebracht, durchaus mit Methoden, die heute so, glaube ich, nicht mehr pädagogisch gesehen gehen. Ich fand den immer klasse. Und wann immer ich konnte, also im Laufe des Studiums, habe ich dann ein Fach gewählt, wo ich bei ihm sein konnte und bei ihm auch meine Studienarbeiten durchziehen konnte. Dann war ich im Praktikum dann bei Busse Design in Ulm. Da habe ich ein ganzes Jahr dann gearbeitet, auch schon als Junior Designer mit Projektverantwortung. Und habe dann auch bei Schlagkick meine Diplomarbeit gemacht. Das war 82, 83. Und wollte damals ein Thema wählen, was ja in dem Jahr, wo ich meine Arbeit abgebe, auch relevant ist. Und 1982 hat die UNO gesagt, dass 1983 das Jahr meiner Abgabe das Jahr des Computers wird. Dann habe ich gesagt, naja, ich könnte ein Thema sozusagen für dieses Jahr des Computers, was von der UNO so aufgerufen wurde, machen, eine Studie. Und die habe ich dann auch bei Schlagkick gemacht. Und diese Studie war eben dann vor dem Hintergrund der sich damals schon anbahnenden Miniaturisierung der Baukomponenten von Computern eine mobile Studie. Weil ich sagte, naja, so wie die Lettera, die kleine rote Schreibmaschine von Ettore Sotz, das ja auch eine Reiseschreibmaschine war, so könnte ich ja einen Reisecomputer in Anführungsstrichen machen. Und habe mir damals sozusagen dann versucht, so diese Komponenten, die in einen solchen Computer reingehören, für das mobile Arbeiten zu erdenken oder vorzustellen. Ja, und hatte dann das große Glück, dass ich mit dieser Studie auch gleich den damals wirklich gut dotierten deutschen Designpreis gewann vom Rat für Formgebung.
und konnte dann mit dem Preisgeld mir noch ein Semester als Stipendium sozusagen in Kalifornien am Art Center leisten. Ja, und dann bin ich direkt nach dem Art Center zurück nach München wieder, ja, weil ich dann das wiederum große Glück hatte, von meinem damaligen Professor Norbert Schlakek direkt als sein Assistent in München in diesem damals wunderschönen Designbüro angestellt zu werden. Das klingt ziemlich großartig. Das heißt aber in Kalifornien... Ich hatte wirklich immer Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ja. In Kalifornien, das war dann noch vor der Diplomarbeit oder nach der Diplomarbeit? Du hast doch da eigentlich nach der Diplomarbeit studiert. Dann. Das war ein Postgraduate sozusagen. Und da wollte ich auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Ich habe damals also nicht nochmal Industriedesign studiert, sondern Environmental Design. Das ist jetzt nicht Environment im Sinne von Umwelt, sondern mehr eigentlich eine Art Innenarchitektur gewesen für ein Semester. Habe ich da viel gelernt? Also auf der Design-Ebene nein, habe ich gar nichts gelernt. Aber ich habe Arbeiten gelernt. Wir mussten arbeiten, so habe ich es in Deutschland an der Hochschule nie erlebt. Also keine Nacht vor 11 oder 12 waren wir fertig. Und da habe ich schon ein paar Dinge gelernt, so wie man sich selber organisiert, Time Management, Time Budgeting. Ich habe die Sprache gelernt, klar. Präsentieren auch vielleicht gelernt. Also Dinge, die dann durchaus im späteren Berufsleben auch von gewisser Relevanz sind. Aber es ist immer so gut gesagt, so ein bisschen, ich habe Glück gehabt, aber ich denke, du bist auch sicherlich dann jemand, der auch so eine Chance dann schnell beim Schopfe packt, sozusagen. Also dieses Glück muss man ja auch irgendwie bewirken. Ja, also ich meine, ich war immer neugierig. Ah. Ja, also ich habe auch während des Studiums in München, wo uns völlig klar war, dass diese Hochschule nicht das Optimum ist im Vergleich zu anderen Hochschulen wie Braunschweig zum Beispiel. Damals Braunschweig war damals schon ein Traum für Studenten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie kompensieren, die Defizite dieser Schule. Und wir haben uns dann noch eingeschrieben mit anderen Kommilitonen an der TU und haben da Feinwerktechnik studiert. Ich habe mich auch eingeschrieben an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität, und habe dort ein bisschen Marketing nebenher studiert, weil ich merkte, Mensch, es ist irgendwie relevant für uns als Designer. Wir müssen mit diesen Menschen später zusammenarbeiten, genauso wie mit den Ingenieuren müssen wir zusammenarbeiten. Und das hat mir schon geholfen, insgesamt mein Spektrum ein bisschen zu erweitern und auch vielleicht die Fähigkeit, mit solchen Menschen, die ja nicht sozusagen aus dem gleichen Berufsbild kommen, auf einer gleichen Ebene zu kommunizieren. Was dann später im späteren Beruf essentiell wichtig wurde. Ja. Also man merkt doch auf jeden Fall dieses, dass du doch immer schon von Anfang an sehr breit interessiert bist. Also was ja auch toll ist, dann genau mit der Diplomarbeit, klar, das war ja dann irgendwo der Hammer. Ne? Das ist ja heute in der Pinakothek der Moderne, wird ja immer noch ausgestellt. War das für dich dann schon so ein bisschen so ein Auslöser von dem, was dann so alles folgte? Ja, absolut. Also das 4 Wochen später, als ich wieder in München war, saß ich im Flieger nach San Francisco, um im Silicon Valley zu arbeiten. Das war unser erstes Projekt. Und das hat meinen ganzen späteren Weg auch dann geprägt. Und sonst wäre ich auch nicht nach USA gegangen später. Du hast doch in dem Büro Schlakek und Schuldes, meine ich, so ungefähr 5 Jahre gearbeitet. Warst du für die dann die ganze Zeit eigentlich in den USA, im Silicon Valley? Nee, da war ich, die haben für ACFA gearbeitet, für die unterschiedlichsten Unternehmen. Aber dann auch später für Siemens, ja. Und ich war dann auch schon mal einige Wochen immer wieder in den USA drüben bei Siemens. Und als dann Herbert Schultes, der Partner von Schlakek, zum Chefdesigner von Siemens berufen wurde, sagte er, Mensch Böninger, komm mit zu mir, zu Siemens rüber, und du warst ja schon mal in den USA, du sprichst die Sprache, kannst du für mich das Design in den USA aufbauen?
Zu Siemens wollte ich eigentlich nie. Das war für mich nicht wirklich erstrebenswert. Spannend. Ja, also das bin ich mit dem Koffer nach New York gegangen, mit meiner damals gerade frisch verheirateten Frau und habe dann in den USA als One-Man-Team gestartet. Und ja, das war schon, wie soll ich sagen, teilweise eine harte Zeit, weil die Unternehmenskultur drüben ganz andere war und ist im Vergleich zu Europa. Und New York auch nicht gerade ein besonders kuscheliges Pflaster ist. Das ist schon, da geht es schon relativ robust zu. Aber es ist uns dann gelungen, aus einem Ein-Mann-Team in New York dann 3 Leute zu machen. Und dann haben wir ein zweites Büro in der Nähe von Chicago aufgemacht und dann noch ein Büro in Silicon Valley irgendwann. Und das hat großen Spaß gemacht, sowas aufzubauen. Und ich hatte keinen Chef in dem Sinn. Ich konnte eigentlich in den USA machen und tun, was ich wollte. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen. Und wir haben dann auch immer so ein bisschen aus USA heraus mit diesem sehr jungen, ehrgeizigen Team auch die Kollegen in Deutschland ein bisschen geärgert oder gepiesackt. Heute würde man wahrscheinlich sagen, neudeutsch gechallenged. Und ja, dann kam irgendwann die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, auch Verantwortung dann in Deutschland wieder zu übernehmen. Also war es USA dann sozusagen dein Sprungbrett dann für Deutschland dann? Also da warst du ja genau, dann... Also irgendwann kam die Frage, ob ich hier in Deutschland... Von Siemens Design und Messe GmbH, ne? Das war erst die Siemens Design und Messe, ja, das kam später dann. Erstmal war ich sozusagen dann, naja, so eine Art Abteilungsleiter wahrscheinlich für das Investitionsgüterdesign. Und dann war klar irgendwann, dass die mich nennen wollen zum Nachfolger von Herbert Schultes als Chefdesigner. Fühlte ich mich sehr gebauchpinselt, klar. Hab aber dann gesagt, nee, das passt nicht mehr in die Zeit eigentlich. Wir machen aus dieser Stabsabteilung eine GmbH. Also neudeutsch Outsourcing. Das war spannend. Das war auch zum Teil extrem schmerzhaft, dieser ganze Prozess, weil wir wirklich viele verdiente Mitarbeiter, die natürlich bei Siemens in so einer Zentralabteilung gearbeitet haben, plötzlich eine völlig neue Unternehmenskultur beibringen mussten. Also die sozusagen selber auch Verantwortung tragen, nicht nur für gutes Design, sondern auch für ihr Budget, für die Zahlen. Und das war nicht einfach. Das war auch, die ersten Jahre waren richtig hart. Wir mussten auch, uns auch da zum Teil von verdienten Mitarbeitern trennen, weil es ging einfach nicht. Aber dann Herbert Schultes trat, dann ging in endgültigen Ruhestand. Dann plötzlich hat die Kiste irgendwann angefangen, so richtig abzuheben. Und das waren dann fantastische Jahre. Mit unglaublichem Wachstum, fantastischen Projekten, wo wir auch dann den Designbegriff insgesamt nochmal versucht haben, ganz neu zu definieren, indem wir gesagt haben, wir brauchen Innovation vor allem im technischen Bereich. Wir haben ein eigenes Material und Oberflächen- und Farblabor aufgebaut mit Partnerfirmen wie GE Plastic, 3M etc., und haben uns auch dann sehr stark in diesen ganzen, heute man sagt man UX als User Experience Bereich, reingearbeitet, haben da große Projekte für die Automobilbranche gemacht. Letztlich ist dann die logische Konsequenz eigentlich, wenn man als Geschäftsführer eines Designbüros, was man selber groß gemacht hat und auch erfolgreich gemacht hat, zu sagen, Mensch, warum gehört das Designbüro eigentlich Siemens und nicht uns, dem Management? Hm. Und dann haben wir damals mit Siemens verhandelt darüber, ein MBO, also Management Buyout zu machen. Und der hat nicht geklappt. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Wir sind uns nicht einig geworden über den Kaufpreis, weil ich gesagt habe, wir kaufen uns nicht selber. Also das, mein Verständnis ging das nicht.
Und dann wurde aus diesem Buyout mehr oder weniger ein Walkout. Ich habe dann noch meinen alten Kollegen geholfen, ein neues Büro aufzubauen. Habe aber für mich dann damals, da war ich gerade 50, so ein bisschen gespürt, das Agenturgeschäft, nee, das ist es nicht mehr. Also nach vielen intensiven Jahren, wirklich, wo ich wirklich immer um die ganze Welt geflogen bin, wollte ich nochmal was Neues machen. Das habe ich auch dann gemacht. Ihr habt das also komplett ausgelagert sozusagen, oder bei Siemens das komplett? Ja, also es wurde aus einer Abteilung wurde eine GmbH und wir haben dann auch uns ist es gelungen, auch selbst für den Wettbewerb von Siemens, wie General Electric oder ABB zu arbeiten. Wir waren komplett frei. Ja. Und das hat großen Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, ihr hattet ja dann auch alle Tools da. Also wenn ihr da selbst Farblaboren, alles solche Sachen, das habt ihr dann mitgenommen sozusagen. Ja, mitgenommen haben wir wenig eigentlich. Also das haben wir selber aufgebaut. Dann wieder neu aufgebaut. Und dann eben auch Büros wieder aufgebaut in Silicon Valley und in China auch, weil man mit die Ersten, die nach China gegangen sind, hat nicht funktioniert aus heutiger Sicht, muss ich das klar sagen. Da haben wir ein bisschen Lehrgeld gezahlt damals. Waren wir vielleicht ein Tick zu naiv in China. Wart ihr da einfach zu früh oder wieso? Wir waren ein bisschen zu früh, ja. Aus heutiger Sicht waren wir zu früh. Wir konnten noch gar nicht selbstständig agieren. Das ging noch nicht aus gesetzlicher Sicht. Hatten ein Partnerbüro. Das lief soweit, aber wir selber haben für uns kein nachhaltig fundiertes Designbüro gründen können. Hm. Aber, mein Gott, geschenkt aus heutiger Sicht. Ja. Ja gut, aber man lernt ja aus seinen Erfahrungen. Ja, klar. Man weiß auch, was man will und was man nicht will. Ja. Ja. Na, und dann hast du 2006 hast du sogar dann als Herausgeber von einem mehrfach ausgezeichneten Buch Formethik fungiert. Ja, das war so ein bisschen der Frust damals, dass wir zwar den Umsatz immer weiter nach oben schrauben konnten, aber eigentlich dann gemerkt haben, wofür machen wir das eigentlich hier? Ja, also wir haben für Siemens Handys entworfen, ich weiß nicht, wie viele pro Jahr, also ich glaube, hunderte an Studien und so weiter. Und das war wir haben so ein bisschen, aus heutiger Sicht kann ich das sagen, mit Abstand im Rückblick, ein bisschen unsere Seele verkauft damals. Der Umsatz wuchs und wuchs, aber eigentlich haben wir auch da viel Mist gemacht aus heutiger Sicht. Und das war dann, ich habe dann irgendwann ein Buch in die Hände bekommen vor einem Urlaub, Wirtschaftsethik von einem Wirtschaftsethikprofessor aus St. Gallen. Habe das wirklich, also in den Ferien, hat mich richtig gepackt, dieses Buch akribisch durchgearbeitet und auch dann quasi noch im Urlaub daraus ein Exposé oder eine Ableitung geschrieben, für das Design, weil vieles dieser Gedanken damals, die waren auch auf das Design übertragbar. Und ich habe dann gesagt, Mensch, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir haben da auch mehr Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, auch dann damals schon gegenüber der Umwelt, als nur zu sagen, wir machen schöne Hüllen oder schöne Handys oder schöne Computer und ich weiß nicht was alles. Ja, und dann wollte es der Zufall mal wieder, dass ein befreundeter Berater und Manager, Jan Tönen, aus der Nähe von Wiesbaden mich besuchte und von diesen Gedanken sagte, ich überlege auch gerade ein Buch zu machen in der Richtung. Und so ist dieses Buch entstanden, was sofort vergriffen war und dann wieder aufgelegt wurde. Das war auch für mich so eine Art, ja, Start, um nochmal umzudenken. Und wenn du so sagst, deine Seele verkauft, ging das mehr so in der Richtung, dass ihr einfach zu viele Modelle gemacht habt oder es nur ums Aussehen ging oder was halt sich gut verkauft oder was? Naja, wir waren eine Tochter von Siemens und jede Unternehmensbeteiligung wird von Siemens ziemlich hart gemanagt und wir mussten jedes Jahr
im Umsatz 10% wachsen und im Gewinn auch 10% wachsen. Ja, das ist so, wenn du in einem Großkonzern arbeitest oder als einen Großkonzern als Muttergesellschaft hast. Und dann fängst du an zu sagen, ja, wo kommen denn die 10% her? Ja, und dann fängt man an, sich irgendwann zu fragen, das schaffe ich doch gar nicht mit vernünftigen Methoden. Und ja, und da kam dann dieser Selbstzweifel auch, ja, ob ich noch der richtige Mann am richtigen Ort bin. Na gut, du hast es ja, genau, du hast ja dann 20 Jahre, warst du dann im Grunde Designmanager? Ich war 20 Jahre in einem Siemens-Konzern unterwegs, ja. Ja, und dann hast du, also das war jetzt so, ich habe mich heute Vormittag auch nochmal intensiv mit deinem Lebenslauf beschäftigt und das war so meine Schlussfolgerung. Also dann hast du so einen Cut gemacht und bist ja eigentlich so vier Leidenschaften gefolgt. Und zwar die erste, deine ganz große Leidenschaft, scheinbar so die Möbel. Ne? Du hast ja dann 2010 dir den Traum erfüllt und den Möbelhersteller Auerberg gegründet. Und ihr verkauft Möbel und Accessoires von international renommierten Gestalter. Und es heißt bei euch, dass die Designs liegen halt abseits von Marketinglogiken und euer Firmenmotto ist auch radikal subjektiv. So. Ja, also das, die Idee dazu, also ich habe immer schon nebenher so, ich habe das immer Sunday Morning Design genannt, auch Möbel entworfen für Firmen wie Classicon zum Beispiel, weil es einfach, das war für mich so eine willkommene Ablenkung zu diesem sehr strategischen Denken im Industriedesign-Bereich für einen Konzern wie Siemens. Und 2008, 2009, erinnern wir uns heute, war die Lehman-Pleite und das war für die Möbelindustrie damals grauenvoll. Ich habe damals einen Unternehmer im Sportartikelbereich kennengelernt und habe gesehen, wie man Firmen gründen kann, damals schon ohne großen Aufwand, ohne große Gemeinkosten, vom Laptop aus. Und habe gesagt, Mensch, das ist auf die Möbelbranche eigentlich übertragbar. Und aus einer Idee wurde dann plötzlich ein Konzept. Und das Konzept habe ich dann einigen befreundeten Herstellern und Designern gezeigt und sagten, alle Menschen, genau sowas brauchen wir eigentlich jetzt in dieser Phase der Lehman-Pleite und Lehman-Krise. Habe gesagt, na, dann machen wir es halt. Und bin dann ziemlich spontan eigentlich nicht ins kalte Wasser gesprungen, das war jetzt kein großes Risiko, aber habe gesagt, komm, ich nehme mal Geld in die Hand und wir bauen diese Firma auf, die nicht den üblichen Marketinglogiken folgt, sondern also im Sinne von Try and Error ähnlich wie ein Autorenbuchverlag vielleicht funktioniert. Wir hatten viel Presse, das war eigentlich sehr, sehr, sehr schön zu sehen, dass dieses Konzept angenommen wird von der Presse. Vom Markt am Anfang, naja, eher weniger. Die ersten Jahre waren extrem holprig. Das fing erst vor 4-5 Jahren an, wirklich zu fliegen. Und jetzt gerade nochmal durch den Lockdown hat die Firma sich, jetzt ist es plötzlich, ja, man kann jetzt von der Firma sprechen eigentlich. Aber dennoch, ich habe gesagt, also, ich werde nicht in die Falle reingehen und sagen, wir stellen jetzt hier Vertriebsleute ein, etc., etc., sondern wir haben weiter, die Gemeinkosten sind auf niedrigstem Niveau, weil wir nicht mit Kollektionen jedes Jahr auf die Messe gehen wollen oder müssen. Wir haben auch keinen richtigen Vertrieb. Die Leute finden eher übers Internet zu uns und so gesehen macht es großen Spaß. Das ist gut. Das heißt, du hast während der ganzen Arbeit bei Siemens auch schon nebenbei Möbel entworfen dann. Ja, ja. Und das durften Möbel, wir, Herbert Schulte hat es immer propagiert gehabt, Leute, macht auch was anderes, schaut über den Tellerrand hinaus und das war, hat immer großen Spaß gemacht. Dann ist jetzt auch so Möbel eigentlich schon so dein Designthema jetzt. Ein bisschen auch für die Zukunft, ne? Also im Sinne von selber machen, ist ein Möbel mein Thema geworden. Ja, oder
kleine Möbel, die niemandem wehtun, die über das Internet vertrieben werden können, die über normalen Paketversand verschickt werden können. Gut, da könnten wir jetzt stundenlang über das Geschäftsprinzip von auerberg reden. Aber das ist ein Thema, wo man mit so einem Art Try-and-Error-Ansatz eigentlich sehr schön agieren kann. Und es wird angenommen. Ja, das ist das Schöne. Das ist toll. Und wo ist da jetzt so für dich persönlich als Designer eigentlich so dieses Glücksgefühl, sag ich mal, wenn du jetzt die Idee im Kopf hast oder wenn du es gerade am Zeichnen bist oder wenn es fertig gebaut ist, wo hast du da so dein spezielles Highlight? Also Glücksgefühle weiß ich nicht unbedingt, ob das immer Glücksgefühle sind, aber sagen wir mal so, eine gewisse Genugtuung ist schon da, wenn man einen Entwurf fertig bekommen hat, zu sehen, er wird angenommen. Und wenn dann sozusagen am Ende des Tages die Paletten hier vom Hof gehen, das, ja, wirklich weiß ich nicht. Aber das, ja, man ist wirklich, das ist so eine gewisse Bestätigung des eigenen Machens und Tuns. Und weil es eben wirklich, wir sagen ja allen, die bei auerberg mitarbeiten möchten, es gibt keine Briefings. Jeder Designer, der mitmachen möchte, muss den Entwurf vor sich selber rechtfertigen. Er hat keine Ausreden oder sie hat keine Ausreden im Sinne von, ja, ich musste das und das machen, das Briefing war so oder die konnten nicht anders. Nee. Und das ist eigentlich eine viel direktere Form des Entwerfens. Ich muss es mir selber gegenüber rechtfertigen, nicht jemandem anderen gegenüber. Und damit liegen Erfolg und Misserfolg eben damit auch ganz nah an einem selber dran. Ich kann nicht den Misserfolg auf jemanden anderen schieben. Das ist eine besondere Art des Gestaltens und auch des Arbeitens. Was ich eigentlich viel spannender finde, als mit 100 Seiten Briefings für einen Großkonzern zu arbeiten. Nach 20 Jahren im Großkonzern. Ja, genau. Und da kommen wir nämlich auch zu deiner zweiten Leidenschaft. Die sehe ich bei dir, der Unternehmer. Du bist schon, glaube ich, gerne Unternehmer. Also muss man bei dir sozusagen immer erwarten, dass du wieder was Neues gründest? Also ich glaube, da hast du auch so einen inneren Antrieb zu. Ja, also ich glaube, Design und Unternehmertum sind ganz nah beieinander. Als Designer denke ich ja auch eigentlich immer einen Schritt weiter. Und weiter als vielleicht auch diejenigen, die mit denen ich zusammenarbeite, den nächsten Schritt denken, den nächsten Schritt gehen auch dann. Und das ist beim Unternehmer eigentlich genau das Gleiche. Und als dann, ich weiß nicht, was du anspielst, vor 14 Jahren einige Freunde sagten, du, wir gründen hier am Biersee in Oberbayern, wir haben eine völlig verrückte Idee, wir wollen eine Whisky-Destille gründen. Machst das habe ich als meine dritte Leidenschaft hier stehen, der Whisky. Ja, wie gesagt, hey, die Idee ist so bescheuert, da mache ich mit. So, aus dieser bescheuerten Idee wurde irgendwann mehr als nur eine Idee. Die Marke Slurs heißt sie, hat sich jetzt entwickelt, eigentlich zur Nummer 1 Marke auf dem Premium-Sektor in Deutschland. Und viele von den alten Gesellschaften sind dann irgendwann raus. Heute sind es eigentlich nur noch 2 große Unternehmen, die beteiligt sind und ich. Und das macht großen Spaß. Ja, das ist Unternehmertum. Ja, man beschäftigt sich mit Businessplänen. Ja, man beschäftigt sich mit der Zukunft. Wie positionieren wir uns? Aber es macht am meisten Spaß, eigentlich mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist eine junge Truppe. Und das betrachte ich genauso wie auch beim Design eigentlich heute als großes Geschenk, gerade mit Jüngeren zusammenzuarbeiten, von denen zu lernen, auch selber Erfahrungen einbringen zu können.
man hat ja schon auch seine, irgendwo seine blauen Flecken mal geholt, das ist völlig klar. Und dieses Zusammenarbeiten, auch dieses Zusammenspiel von analogen und digitalen Welten, ist extrem spannend. Das klingt gut. Aber bei dem Unternehmen Slürs, da bist du aber dann mehr so im Hintergrund tätig, oder? Ich bin nicht in der Geschäftsführung. Ich bin eher Gesellschafter. Es gibt einen kleinen Beirat und solche Dinge, ja. Aber nein, ich bin nicht aktiv in der Geschäftsführung drin. Es ist Auerberg. Ja. Da gibt es aber auch viele Schnittstellen. Bitte? Da gibt es aber auch wiederum Schnittstellen zwischen Auerberg und Slürs. Ja. Wenn es da um Möbel geht, dann machen wir das natürlich, ist ja klar. Ach so, ja klar, das ist natürlich perfekt, stimmt. Du kannst ja, wir haben eine eigene Gastronomie. Und so bitte? Genau. Ja. Wie bitte? Nee, ist erledigt. Genau, und weil ich jetzt dann mir also deine vierte Leidenschaft nämlich aufgeschrieben habe, ist, denke ich, so die Designvermittlung und die Lehre im Design. Also das scheint mir so, dass das bei dir, also vielleicht Auslöser auch mit dem Buch, so ein bisschen durchgekommen ist. Also eben, du sitzt ja auch im Kuratorium der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein und bist Vorstandsvorsitzender jetzt von der IF Design Foundation, einer Bildungsstiftung. Du bist da schon, finde ich, auch so ein Geber für die nächste Generation. Also ein bisschen was möchtest du ja da schon mitteilen, dann aus deiner Erfahrung. Also bei der Burg-Giebichenstein, die haben mich gefragt, ob ich sozusagen jetzt als Unternehmer da mitwirken kann im Kuratorium. Das macht auch großen Spaß. Wenn ich da was geben kann, ist es schön. Ich nehme auch viel mit, gebe ich ganz offen zu. IF ist eine lange, lange Geschichte. 30 Jahre schon begleite ich IF und wir haben eben vor 3 Jahren aus dem Verein eine Stiftung oder den Verein in eine Stiftung umgewandelt, so kann ich es vielleicht am besten beschreiben, und haben gesagt, Mensch, um was geht es denn eigentlich? Was ist heute wirklich, gerade vor dem Hintergrund des radikalen Wandels auch im Design, ich nenne nur ein Stichwort, künstliche Intelligenz, wie beeinflusst die zunehmende Digitalisierung auch das Designstudium? Und man muss nur mit 5 Designern in einem Raum sitzen und fragen, wie schaut das zukünftige Studium aus? Man hat mindestens 6 verschiedene Meinungen. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn das so ist, dann sollten wir mit dieser Stiftung, diese Stiftung als eine Art sogenannte Bildungsstiftung ausformen und sozusagen allen Hochschulen in Deutschland, allen Bildungsinstitutionen, aber auch allen Ministerien ein Werk an die Hand geben, ein sogenanntes Weißbuch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der ganzen Welt, nämlich aus USA, aus Japan, aus Afrika auch, aber auch aus Zentraleuropa, wie unterschiedliche Experten die Zukunft des Designstudiums sehen. Das tragen wir alles zusammen gerade. Und es wird im März veröffentlicht. Das ist Stiftungsarbeit, ja, im besten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil es gibt in Deutschland keine Bildungsstiftung im Designbereich. Und da wollen wir uns auch nachhaltig positionieren in dem Bereich. Also ich finde das auf jeden Fall eine tolle Idee. Also und das fällt, glaube ich, ja jedem auf, der schon länger im Design arbeitet, dass da wahnsinnige Wandlungen passieren. Also allein so diese klassischen Designberufe wie Grafikdesign, das wird vieles gar nicht mehr so geben. Also es gibt ja heute so viele Online-Tools schon und alles, ne? Die automatischen Logo-Designer und also da ist so viel am Passieren gerade. Ja, es passiert auf unterschiedlichen Ebenen sehr viel. Also das Spannendste eigentlich war, waren die unterschiedlichen Ausrichtungen bei den Hearings zu erleben hier in Deutschland. Im Vergleich jetzt zu USA, also wir hatten bei dem US-Hearing, das lief in San
an meiner alten Hochschule, also am Art Center in Los Angeles ab. Und die hatten also es wirklich geschafft, die Chefdesigner von Google, von IBM, von Amazon, von also die gesamte Hightech-Elite hatten die zusammengeholt. Und die denken ganz anders über die Zukunft des Designs nach, wie wir. So, und diese Gedanken, diese Ideen, diese Strategien und Konzepte einfließen zu lassen in unseren Denkprozess hier in Mitteleuropa, genauso wie die Japaner wieder anders denken über die Zukunft des Designs, aber sozusagen hier unseren Hochschulen in Deutschland, wir haben ja ein föderales Bildungssystem, jede Hochschule für sich ihren eigenen Weg definieren kann, das macht es ja auch so spannend, im Gegensatz zu China zum Beispiel, da wollen wir eben sozusagen den Hochschulen ein Werk an die Hand geben, wo sie für sich auch dann ihren eigenen Weg definieren und gehen können und ihn auch argumentieren vor dem Hintergrund dessen, was wir ihnen als Information an die Hand geben. Werde ich dieses Buch denn auch sozusagen über den Buchhandel ganz normal beziehen können? Ja, interessiert es auch. Über den AV-Verlag. Welcher Wie bitte? Mich interessiert es auch, meinte ich. AV-Verlag. AV in Stuttgart. Aber da gibt es noch, also die Öffentlichkeitsarbeit beginnt gerade im Vorgriff auf die Veröffentlichung im März. Na, dann viel Erfolg dazu. Also das ist auch ein tolles und spannendes Thema, auf jeden Fall. Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. Würde ich jetzt auch so sagen, so ein bisschen auch zum Schluss, wenn du jetzt selber so zurückblickst, so dein Erfolgsrezept, oder würdest du den jungen Designern irgendwelche pragmatische Tipps geben wollen? Oder wie siehst du das ein bisschen? So, wer sich für den Beruf des Industriedesigners interessiert, was würdest du denen gern mit auf den Weg geben? Neugierde. Unbedingte Neugierde. Über den Tellerrand hinwegschauen. Also es ist eine fantastische Zeit, um Design zu studieren, weil heute den Designern aufgrund des erweiterten Designbegriffs, ich sage nur ein Schlagwort, Design Thinking, viel schneller, viel mehr Verantwortung auch zugestanden wird im Innovationsprozess. Die müssen sie sich aber nehmen, diese Verantwortung. Diese Kompetenz kann ich einbringen, aber ich muss mir sozusagen die Verantwortung im Prozess selber holen. Da habe ich manchmal so die Beobachtung, dass Designer da manchmal ein bisschen zu, vielleicht auch zu schüchtern sind, sich diese Verantwortung zu nehmen. Da können sie eine ganze Menge lernen, auch von anderen Berufsbildern, die gerade in der Start-up-Szene sehr, 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 sehr erfolgreich unterwegs sind, ob es Wirtschaftsingenieure sind oder was man heute auch in England studieren kann, Innovation Management zum Beispiel. Also da müssen auch Designstudenten, finde ich, die heute studieren, schauen, wie in anderen in anderen Studiengängen Kompetenzen vermittelt werden, die auch für uns als Designer extrem relevant sind und noch relevanter werden. Das, was ihr da jetzt auch mit eurem Buch anstrebt, wie die Lehre dann auch so ein bisschen vielleicht ausgerichtet wird, im Grunde gehört doch da jetzt auch dieser Punkt rein, finde ich, Designer und Unternehmer. Also ich glaube, dass das muss sowieso viel stärker, sag mal, positiv gefördert werden, weil ich vielleicht auch, weiß nicht, ob es Deutschland typisch ist, ist es immer so Designer so ein bisschen in Richtung, man ist halt so der Künstler, ne? Und dass man vielleicht viele eher ins Designstudium gehen, weil sie künstlerische Fähigkeiten haben. Aber ja, dieses Unternehmertum ist schon ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, aber Unternehmertum per se, was ist Unternehmertum? Also ich meine, das A und O dafür ist eine Sozialkompetenz, auf Menschen zugehen können. Und was immer wieder auch in den Hearings fiel, Empathie. Ja? Und
empathisch auf Menschen zugehen können, das ist unabhängig von jedem Berufszweig oder jedem Berufsbild. Das muss ich aber mitbringen. Und das kann man auch durchaus von kreativen Menschen fordern, dass sie auf andere Menschen empathisch zugehen. Natürlich, Designer sind als Kreative sensibler als vielleicht Betriebswirte oder Ingenieure. Aber das soll ja kein Nachteil sein. Mhm. Ich finde, das kann auch ein Vorteil sein. Ich habe es oft erlebt, dass sich Designer dann so ein bisschen zugezogen haben, fast in so eine Art Schneckenhaus, nach dem Motto, ich bin ja hier der Kreative im Prozess. Und damit waren sie eigentlich schon auch dann so ein bisschen ja, in ihrem Schneckenhaus drin und kamen da gar nicht mehr so einfach raus. Und da, also wenn ich bin ja immer zurückhaltend mit Tipps oder so, aber insgesamt wünsche ich den jungen Menschen heute eine runde Persönlichkeit, eine Persönlichkeitsbildung, die sie mutiger in die Welt rausschauen lässt. Das finde ich einen sehr schönen Wunsch, auf jeden Fall. Es geht ja auch nicht darum, irgendwas so fest vorzugeben, aber das ist toll. Gibt es denn noch etwas, was du gerne jetzt noch dem Interview hinzufügen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben? Ja, wir können noch Stunden reden über die Zukunft des Designs, aber ich glaube, also du hast ja schon sehr viele Fragen gestellt und würde ich heute nochmal Design studieren? Ja, würde ich. Würde ich so machen? Weiß ich nicht. Ich meine, die Möglichkeiten heute sind um ein Vielfaches größer, als sie damals waren. Die Herausforderungen auch. Jeder muss auch irgendwo natürlich seinen eigenen Weg finden und ich finde, da wächst eine ganz tolle Generation gerade heran an jungen Designern und Designstudierenden. Wie gesagt, wenn ich auf der Burg Giebichenstein bin, dann nehme ich, glaube ich, mehr mit. Da bin ich dankbarer, dass ich dort als Kurator sein darf, wie die. Also von daher ist es immer ein Geben und Nehmen und wenn die Generationen so zusammenarbeiten können, und im Design geht das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dann ist das eigentlich ein sehr schöner Zustand, für den ich zumindest dankbar bin. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin auch schon gespannt auf deine nächste Gründung. Ich glaube ja schon, man ist da nie so ganz sicher. Nee, wir sind schon dran an einem Start-up im medizinischen Bereich. Ja. Ah, ja, und den Zuschauer danke ich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe auch, dass du beim nächsten Interview wieder dabei sein wirst, denn wir werden hier sehr viele unterschiedliche Designer kennenlernen. Das ist eine spannende Reise. Bis zum nächsten Mal.